So, passt da links oben irgendwo rein? In eins der drei? Eins? Geht nicht. Geht nicht? Nö. Zeig doch mal. Ja. Lass mich das mal versuchen. Hm? Was ist denn jetzt los? Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Ich drücke irgendwas. Das funktioniert nicht. So. Wehe, das links geht jetzt oben bei dir. Geht nicht, nee. Ich hab's so, in die Mitte reingepackt und dann, ja, dann hast du, dann werden dir die Rezepte angezeigt. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dann kann man mal gucken, was man damit machen kann. Das ist sehr cool. Weil Redstone kann man damit anscheinend nicht benutzen, so wie es aussieht. Ja, aber das ist alles für richtige Ores, die wir ja gar nicht haben. Also ich glaube, es ist recht überflüssig. Und wir können aus Wheat können wir Flour herstellen. Und Flour können wir zu Brot. Oh, ui. Wir können aus einem Wheat ein Brot machen. Das ist gut. Und somit auch ein Toast. Ja, perfekt. Dann, Okay, ansonsten ist es tatsächlich nur für reinrassige Ores, die wir nie bekommen werden. Okay, gut. Und wenn wir Coal Dust brauchen oder Coal Powder. Das Redstone können wir einfach abbauen. Nein, können wir nicht. Weil? Die Pickaxe ist nicht gut genug dafür. Die hat nicht den richtigen Harvest-Level. Die ist aus Stein. Ach so. Oder aus Flint. Wir müssen eine Iron-Pickaxe bauen und dafür brauchen wir eine Smeltery. Und solange werden diese Redstone auch hier stehen bleiben, weil wir sie nicht abbauen können. Ah, ja, das ist doch was. Super. Ja. Ach, ich wollte den Fisch braten. Weil mein Mining-Level ist erst Iron, aber noch nicht Redstone. Und das erhöht sich nur einmal. Das heißt, diese Pickaxe wird es nie abbauen können. Hm. Super. Naja, wenigstens leuchtet es schön, nicht wahr? Ja, hat was das Hübsches. Das Redstone-Ohr. Hat auf jeden Fall was Hübsches. Das hat vor allem eins, nämlich Versagen. Fail, könnte man es auch nennen. Ja. Weißt du, wenn du dich nicht bücken würdest, dann würdest du vielleicht auch höhere Blöcke erreichen. Ja. Nicht mal wie die Glöckner dastehen, weißt du? Ja, aber da ist doch überhaupt nichts. Guck mal, hier kann man stehen. Ja. Ich kann nicht so springen. Hier passiert nichts. Guck mal, juhu. Hör auf damit. Passiert doch überhaupt nichts. Ich meine, hier sind schon wieder nur Kartoffeln gewachsen. Das ist doch behindert. Ja, das funktioniert so scheinbar auch. Vielleicht müssen wir doch da noch irgendwie was anderes. Nein, das ist doch richtig so. Mann. Verschwende die ganzen Crop Seeds, weil wir kein Holz haben. Jetzt versuche ich mal was anderes. Nämlich da, wo der Querbalken drauf ist, noch etwas pflanzen. Ja. Nee, das geht nicht. Schade. Dann bekomme ich die Crops zurück. Das ist für Mutieren. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber... So, jetzt google ich selber. So, das hast du erst erfolgt. Jetzt werden wir sehen. Bin gespannt. Agri-Craft Mutation. So. Wie habe ich denn das geschrieben? Scheinbar. Agri-Craft. Bei Feed the Beast. Was steht denn hier? Das ist ein... Mod Discussion, Brief Introduction, The Mod, Mutations. Mutations are the core mechanics of this mod. To mutate plants into other plants, you first need to put some crops on farmland. Mhm. If you apply crops to existing crops, it will make it into a cross crop. Cross crop? If you apply crops to existing crops, the more fully grown plants planted on crops next to a cross crop, the sooner the mutation will... Was? The more fully grown plants planted on crops next to a cross crop. Oh Gott, ich gleich werde bescheuert. The sooner a mutation will occur. Mutations are actually crossbreedings of crops. If there are at least two fully grown crops next to a cross crop, a mutation can sprout on the cross crop. This mutation is either one of the surrounding crops or a brand new one. Okay, wir haben alles richtig gemacht, wir hatten nur Pech. Okay, gut. Ja, das ist ja schon nicht verstanden mit Cross-Crop. Gut zu wissen. Nee, das war mir ein bisschen zu viel Cross-Crops auf einmal. So, also das war schon völlig richtig so. Aber wenn da jetzt Karotten wachsen oder Kartoffeln, dann hat sich halt nur eine der Pflanzen übertragen. Aber es muss halt mit beiden passieren. Da hatten wir einfach Pech. Okay. War aber alles richtig. Kein Video, ganz einfach. Wie gut, dass du nochmal geguckt hast. Ja gut, aber das macht mich ja jetzt irgendwie auch nicht schlauer, weil ich ja weiß, ich hab's richtig gemacht. Ja, wir müssen halt einfach, man kann dann auch nicht schlauer werden. Wir müssen einfach auf das Glück hoffen. Power Drive Stone Generator. Oh, das ist ja eine feine Sache. Damit könnten wir tatsächlich Strom herstellen. Frage aber, wofür wir den jetzt überhaupt brauchen. Den Strom. Hm. Wenn wir jetzt mit Strom anfangen... Was werde ich damit antreiben? Einen Cobblestone-Generator, genau. Okay, na dann baue ich doch sowas.
Ja. Ein Stone Generator. Ich brauche Redstone. Ja. Und zwar zwei Blöcke. Zwei Blöcke Redstone. Ich brauche 18 Redstone. Und wir haben... Ich habe hier 8. Und, ja, 8. Heißt also, wir müssen ein bisschen Dust ziven. Okay. Ja, das kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Nee, mir auch gar nicht. Jetzt hat sie schon wieder ihren Fisch da liegen lassen. Der war ja... Ja komm, ich muss ihn ja auch erstmal braten. Nein! Nicht im Ofen. Ich hab... Er ist schon gekocht und er liegt da auf dem Boden. Wo? Hier? Da? Wann hast du den denn dahin getan? Ich weiß nicht, als du da standest und was abgebaut hast. Da wolltest du nett sein und mir Fisch geben. Ja, ich denke mal, Freude überkommt dich, aber dann ist es doch eher... doch. Mir fehlt jetzt wieder das Wort. Es ist nicht Ignoranz. Wenn einem etwas egal ist, dann ist es... Oh Mist. Mir fällt das Wort auch nicht ein. Oh Mist. Oh Mist. Was? Hä? Oh, ja. Nein, alles gut. Wenn ich denke, ich kenne ein Crafting-Rezept und dann hat es sich geändert. Und bevor ich nachgucke, wie es wirklich ist, ärgere ich mich, dass es nicht funktioniert. So. Alles gut. Ich habe einen Copper Gear. Den Iron Hammer kann ich nicht reparieren, richtig? Den da, ja. Du kannst alles reparieren, was von Tinker's Construct ist. Genau. Meine... Na gut, aber die zwei Iron, die da drin sind... ja, wir haben auch keine... Brauche ich die überhaupt? Ja, die brauche ich. Ich brauche sogar noch mehr Iron. Ja, komm, Wir müssen einfach noch viel mehr Sivan, das geht ja. Auch nicht. Ich bin schon dabei, ich mache mich schon an die Arbeit. Und vor allem brauchen wir mehr Chests, das geht auch nicht. Ja, wir können ja auch mal so ein bisschen vernünftig... Schon dabei. Gut. Wie jetzt vernünftig? Was meinst du damit? Ja, das ist nicht vernünftig. Warum nicht? Ich hätte sie jetzt... Stehe ich nicht. Nee, weil die mitten im Weg steht. Pack die mal Quatsch. Hier oben drauf. Das kannst du so nicht sehen. Auf ja, aber jetzt ist mein Inventar da drin. Jetzt ist voll. Oh. Das ist nicht so... Die kann ich jetzt nicht aufheben. Das geht nicht. Ich brauche einen Computer. Kaufst du mir einen? Das ist zu teuer momentan. Den brauche ich zum Arbeiten. Ich arbeite damit. Du kannst ja versuchen, hier unsere... Hast du... Ich möchte gerne noch... Schafliebe machen. Hast du noch Weizen? Brauchen wir viel? Nein, habe ich nicht. Weil ich die ganze Zeit nur Karotten und Kartoffeln anpflanze. Deshalb habe ich keine anderen. So, jetzt brauche ich... Und ich glaube, die normalen Samen habe ich zu meinem Buch verwurstet. Was aber noch nicht fertig ist. Das kannst du noch rausnehmen aus dem Production Table. Ich bräuchte jetzt erstmal Steine, damit ich mir einen Stonehammer machen kann. Selbst die haben wir nicht. Nee, ich habe nur Gravel. Ja, ich auch. Wir bauen ja nur keinen Stein ab. Wir haben zwar einen cheatigen Cobblestone Generator, aber der ist cheatig. Dürfte ich dann nach der Pickaxe, die ist auch irgendwo hier? Ja, hier. Wo? Ach so, hä? Entschuldigung. Ich hab sie schon längst eingesammelt. Hier ist Salz zwischen unserem Metall. Das ist interessant. Hast du da einen Salz sortiert? Machen. Das haben wir uns schon mal gefragt, glaube ich. Was gibt's denn damit Schönes? Eiscreme kann ich damit machen. Na dann mal los. Salz. Ja, da kann ich eben nicht machen, weil wir nämlich Milch und Schnee brauchen. Ja. So. Taffy, was ist denn Taffy? Oh, ein würziges Senfsteak. Diese Steaks mit Senfkruste. Mit Honigsenf fände ich ganz gut. Was hast du denn mit deinem Honig? Du hattest vorhin schon irgendwas mit Honig. Irgendwas, das war bei Sushi, wa? Mit deinem Nachtisch, gebackene, da war irgendwas gebackene mit Honig. Banane mit Honig. Ja. Mmh, ein Traum. Aber warum denn Honig? Ja, wieso nicht? Weil das da so drüber gestreut wird. Ach, du hast es noch nie in Kombination probiert. Wieso muss ich das in Kombination probieren? Wenn ich was nicht mag, dann will ich es auch nicht kombiniert haben. Dann versaut es mir ja das andere. Das ist doch unlogisch. Du musst da, Nein. Tolerant. Nein, muss ich nicht. Ja. So.
Vor allem muss ich bei Honig immer an unsere alte Bücherei denken. Ich weiß nicht warum. Wenn man da reinkam, war so ein kleines Treppenhaus und da roch es nach Honig. Ich weiß nicht warum, aber immer. Okay. Es war richtig extrem. Ich weiß nicht, da muss irgendwie... Irgendwie war da Honig in der Luft. Jeden Tag. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche einfach mehr Holz. Das ist ja furchtbar. Wie kann es denn so sehr an Holz mangeln? Ja. Weiß ich nicht. Oder wir bauen heute zu extrem... Ich habe übrigens zwei Emeralds bekommen aus den paar Gravel. Oh. Ach ja. Dann wollte ich nur ein bisschen Iron. Nee, was wollte ich? Ich weiß gar nicht, was ich wollte. Du hast gesagt, wir müssen Dust 7 für... Ja, wofür? Ich hab's vergessen. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Aber guck mal, du kannst ja dein Inventar hier, Blaze Powder, wenn ich da mal eben so drin rumschnüffeln darf, diese ganzen Sachen, brauchst du die aktuell? Was ist denn da? Nein, das ist meine, da packe ich Kram rein, weil mein Inventar voll ist. Ja, aber guck mal, das kannst du doch hier einsortieren, weil wir haben hier bereits eine Kiste mit nein, Zeug. Nein, du verstehst das falsch. Warum? Hier sind die Sachen drin, die wir noch zu Metallen verarbeiten können. Da hat Blaze Powder nichts drin verloren. Verstehst du mein System? Ich freue mich. Doch. Ja, theoretisch schon. Sobald man da irgendwas sieht, was mehr als 4 Blöcke hat, kann man es umcraften. Wenn da plötzlich Blaze Powder drin ist, verwirrt es nur. Ja, okay, ist in Ordnung. Du hast es umgeräumt. Ich verstehe. Wir können ja... Haha, ganz vergessen. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Einen Auto-Packager bauen. Der craftet automatisch Dinge zusammen, die 2x2 oder 3x3 gecraftet werden können. Mhm. Das heißt, da packen wir die Dusts rein und der craftet es von alleine zusammen. Das ist praktisch. Das kann man machen. Wenn das hier drin ist, ich hoffe es doch. Das gehört hier einfach rein. Das ist einfach zu perfekt, um nicht drin zu sein. Ich glaube, ich wollte dich vorhin schon etwas fragen. Aber da hast du mir, glaube ich, entweder nicht richtig zugehört oder ich war dann wieder irgendwo anders. Wie diese Mod heißt, die, wenn ich jetzt, oh Gott, wie beschreibe ich das denn? Wenn ich jetzt Erde aufbaue, setze hier irgendwie, ne? Habe ich unten in meiner Leiste drin. Ja. Und dieses automatische Nachrutschen der Items. Das ist Inventory Tweaks. Drücke E. Dann gehst du rechts oben in Inventory Settings. Und dann auf der rechten Seite Auto-Refill auf On. Ach, das ist auch nur aus. Okay. Ja, perfekt. Alles klar. Perfekt. Hätten wir das auch geklärt. So, es gibt einen Auto-Packager, aber der braucht 3 Pisten. Und außerdem 4 Iron und Gold und Redstone. Und Redstone. Das ist recht teuer. Ja, ein bisschen Redstone. Nicht so viel. Wir haben ein bisschen Redstone. Wir haben auch noch ein Schwein in der Truhe, wenn wir irgendwann bereit sind dafür. Ui. Ich bin immer bereit. Ja, das wäre halt jetzt alleine recht einsam, ne? Ansonsten... Ja, das stimmt. Hier ist ja noch Gold drin. Ist ja toll. So. Dann versuche ich jetzt einfach mal... Ach nee, da brauche ich ja schon wieder Holz für. Du hast doch inzwischen bestimmt Holz, wa? Ja, aber nicht so viel. 20. Das reicht. Ja, und was bleibt denn für mich? Ich brauche auch noch... Brauchst du alles? Hier, komm, nimm alles. Nein, ich brauche nicht alles. Nicht alles. Ach, egal. Nimm's einfach, dann hast du Holz auf Reserve. Ja. Das ist besser für dich. Ich hab nicht mal mehr einen Hammer. Ich hab auch keine Pickaxe. Ich hab 2 gemacht, bitteschön. Ja, wunderbar. So denkt mal jemand mit. Ach, ist ja furchtbar. An irgendeiner Stelle fehlt's einfach noch, überall. Was? Nein, das hätte ich jetzt nur gebraucht, um mir halt selber Stein abzubauen. Okay. Aber das ist jetzt nicht mehr nötig. So, dann bauen wir hier 3 Pisten. So. Und dann, ja doch, natürlich brauche ich die Pickaxe. Es sei denn, du hast 16 Cobblestone. Nein. Hm. Ich habe mir nur 4 Stück abgebaut, damit ich die 2 Hammer machen kann. Ja, nur so viel wie nötig. Ja. Ja. Kein Schweißtropfen vergeuden, die sind wertvoll. Ich arbeite hier schon wie eine Bescheuerte. Ich weiß gar nicht immer, wo ich zuerst anfangen soll. Ja, aber das liegt aber daran, dass ich dir zu viel sage. Ich überfordere mich ja auch selber, wenn ich alleine bin. Ja. Ich meine einfach zu viel und zu schnell und alles sofort. Ohne große Umwege. Ach, der Baum wächst nicht, so ein Mist.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir immer in der Nacht versuchen, die Bäume wachsen zu lassen. Ja, Ich möglich. glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal das Mysterium aufgedeckt, dass sie in der Nacht genauso wachsen. Aber trotzdem finde ich mich immer wieder in der Nacht wieder, wie ich versuche, Bäume wachsen zu Ja. lassen. Und das ist schon auffällig irgendwie. Oh, ich brauchte ja nur 12 Cobblestone. Na gut. So, Pisten. Siehst du, jetzt brauche ich das andere Holz. Ist das nicht toll? Und ich habe Holz. Ist ein glorreicher Tag. Ich brauche aber außerdem noch 4 Iron. Okay. Gucken wir mal. Hab ich. Hier. Das, was? Was ist denn jetzt los? Das glaube ich ja jetzt nicht. Gut, oder? Oh Okay. nein, hier ist schon wieder Guck so mal hier, ein. ein Auto-Packager. Bam. Setze ihn weise, wollte ich noch sagen. Ach Bevor. was. So, und jetzt brauchen wir noch 2 Chests, um davon Gebrauch zu machen. Ich brauche mehr Holz. Machen wir irgendwann so Wegweiser und Schilder, wo was steht, sonst werde ich mich hier irgendwann, glaube ich, nie zurechtfinden. Ja, vor allem, weil es überhaupt keine einzelnen Plattformen sind, sondern die eigene Plattform. Also, es ist eine Plattform, die immer größer wird. Anstatt dass es mehrere kleine sind, die man miteinander verbindet. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube Ja. nicht. Wir müssten irgendwie kleine, ein Block breite Gänge zwischen diesen schaffen. Das wäre bestimmt nett.